Und somit, Freunde, willkommen zu Immortals Phoenix Rising. Jetzt habe ich den Titel richtig im Kopf. Wir hatten ja letztes Mal den Bogen eingesammelt und müssen jetzt hier ein bisschen Schießen üben. Ach, das war schon. Ziemlich kahle Hütte hat der Typ auf jeden Fall hier. Und er meinte, komm doch in mein Wohnzimmer. Aber wenn ich dann sehe, was ist das hier für ein Wohnzimmer? Also, gucken, wenn wir hier reinkommen. Okay, für die Geister ist das wahrscheinlich hier gemütlich. Warte mal. Jetzt schießen wir mal von der Seite. Denn die Tür muss ja hier irgendwie aufgehen. Tut sie aber nicht. Und hier wollte er irgendwie nichts drücken. Okay, wenn ich das sehe, da geht es... Ah, was hat sie denn? Okay. Schattenbereich. Okay, wenn sie in den Schattenbereich geht, dann gibt es immer mal wieder Probleme. Ich könnte mal versuchen, dass wir hier hochklettern. Bringt nichts. Bringt auch nichts. Das ist ja merkwürdig. Knopf, der nicht zum Drücken ist. So, gucken wir mal ganz in Ruhe, ganz entspannt. Die Mauervorsprünge. Könnten theoretisch hier nochmal versuchen hochzuklettern. Ah, da kommt sie nicht klar mit dieser Schattenwelt da. Das wäre natürlich ideal, ne? Da würde man gut hochkommen. Probieren es trotzdem nochmal. Nee, das mag sie nicht. Also, schnell raus da. Da bekommt sie gleich eine Verletzung. Nochmal, können wir da vielleicht reinschießen? Nee, das funktioniert auch nicht. Ein Mysterium. Hier ist noch eine Platte. Die richtet aber auch nichts aus. Okay, ich sehe gerade. Da ist ein Mechanismus, der sich dreht. Wenn ich jetzt schieße, hat das Auswirkungen auf den Tisch da hinten, ob der sich dreht. Mal, vielleicht müssen wir auch wirklich von hier aus schießen oder so. Ja, Aiming Controller. Jetzt haben wir keinen Pfeil und Bogen mehr. Tja, okay. Gucken jetzt hier nochmal rum und wenn da nichts passiert, dann gehen wir wieder zurück. Vielleicht lässt er uns hier nicht rein. Dann müssen wir hier auch gar nicht rein. Kann ja sein. Ist zwar ein bisschen unüblich, aber... Durch die Scheibe gucken. Da passiert auch nichts. Gehen wir wieder zurück. Wer uns nicht will, der hat schon mal... Und zack. Aktiviert.
Da waren wir auch dran. Wir gehen eigentlich wieder zum Ursprung zurück, wo wir hergekommen sind. Das muss ja schon Sinn machen, dass wir da irgendwie ins Haus kommen, aber... Tja. Vielleicht müssen wir auch einfach wieder nur raus. Das wäre auch eine Option. Hinten. Oh, hier hinten ist ja schön. Hier sind wir ja hergekommen. Haben wir einiges eingesammelt. Bist du sicher, dass du das Gewölbe verlassen möchtest? Nicht gespeichert, Fortschritt geht verloren. Ja, wir gehen mal raus. Bewaffnet mit der Beweglichkeit des Achilleus, der Schnelligkeit von Atalante, dem Verstand von Odysseus und der Kraft des Herakles, war Phoenix bereit, sich allem zu stellen, was das Schicksal für sie geplant hatte. Das war's? Das ist alles, was für sie spricht? Na, viel Glück. Abgeschlossen, eine goldene Gelegenheit. Sehr gut. War es sogar richtig, dass wir da rausgegangen sind? Ich bin schon fast beim Orakel. Der Wunsch, ihre Kameraden und ihren Bruder Jawohl. Zu retten, trieb Phoenix voran. Zu einfach! Da unten ist doch irgendwas. Ja, also auf jeden Fall ist hier eine fette Ruine. Na komm, wir gehen mal raus. Hauptquest verfolgen. Story, ganz wichtig. Geht aber ganz gut voran. Ich bin begeistert, also. Schönes Game. Oh, diese ganzen Versteinerten, ey. Machen wir immer noch ein bisschen Sorgen. Dass Typhonscherben den Fremden in die Ecke gedrängt hatten. Es gab kein Entkommen. Ihre bisher größte Schlacht stand bevor. Oh, ich hoffe, der Fremde stirbt. Ah, da hat Boba Fett. Boba Fett Jabba so hat, aber schlecht geguckt. Da einmal rumgehen und. Jawohl. Jetzt müsst ihr den Fremden gerettet haben, ne? Kannst rauskommen. Nein, danke. Kein Interesse. Sei ganz unbesorgt. Wenn ich dich verletzen wollte, könnte ich auch einfach zu dir rüberkommen und dich dort abstechen. Wohl wahr. Gut, dann wage ich es. Phoenix. Interessanter Name. Danke für die Hilfe, Phoenix. Schicke Armschienen. Danke. Ich bin auf dem Weg zum Tempel des Apollon, um das Orakel aufzusuchen. Ich auch. Er ist gleich da drüben. Oh, schön. Oh, toll. Ich kann jede Hilfe gut gebrauchen. Wir sollten zusammen... Ist er schon wieder weg? Wo bist du hin? Ja, man kann nicht jeden einfach so trauen. Er ist schon reingerannt. Meine Armschienen. Dieser kleine Dieb. Ich habe dich gerettet. Hey, ich wollte den Korb da noch mitnehmen mit den schönen Granatäpfeln. Rennt sie einfach rein. Ich weiß, wie du dich fühlst. Man tut einfach alles für sie und dann verraten sie einen. Hier ist gesperrt. Können wir das freischalten? Nein, können wir nicht. Gucken wir mal, was wir hier für Möglichkeiten haben. Feuerpfeile. Schieße Pfeile durch Feuer, um sie zu entzünden und andere Feuerstellen damit zu entzünden. Ah, okay. Was heißt, ne?
So muss es gehen. Geht das aus, wenn wir da weggehen? Das? Wer baut denn so einen Eingang? Ein Zirkusartist? Ein Magier? Keine Ahnung. Sind die Sterblichen nicht entzückend? Ich glaube, der ist gesperrt, deswegen bringt das nichts. Nee, das hat keinen Sinn. Was passiert denn, wenn wir jetzt hier drauf treten? Vielleicht können wir die hier entsperren, genau. Das ist doch wieder das Geheimnis an der ganzen Sache. Wir schieben jetzt mal hier diese Kiste, die sich aber nicht bewegen lässt. Ach, weil wir die Schienen auch gar nicht haben, ne? Wir brauchen theoretisch die Armschienen, um das Ganze zu bewegen. Oder? Warte mal, LB, Y. Ja, haut nicht hin, also... Mal gucken, was haben wir denn noch für Optionen? Wir können jetzt hier drauf treten. Ah, alles klar. Ist das da hinten blau und das Schloss ist weg. Das heißt, wir müssen doch hier durchs Feuer schießen, um die Quellen da hinten anzuschießen. Jawohl, super. Das hat schon mal funktioniert. Das heißt, wir haben jetzt hier 4 Quellen. Wie hier eigentlich rein? Nee, ist noch verschlossen. Jetzt müsste man ja überlegen, wo man da drauf tritt, dass, sage ich mal, das Schloss deaktiviert wird. Weil das war ja hier drüben genauso. Ja, das war ja, da war ja ein Schloss. Da habe ich mich hier drauf gestellt. Zack. Und dann kam die Feuerstelle. Vielleicht können wir jetzt auch einfach durch, weil es ja offen. Was mache ich denn hier? Schon wieder beinahe Faxen gemacht. Und komm einfach näher. Nur durch. Tritt in das Licht. Die Mysterien, die ich zu bieten habe, sind so unzählbar wie die Sandkörner, die die Erde bedecken. Wie lautet deine Frage? O weises Orakel, wie mache ich den Fluch rückgängig, der alle in Stein verwandelt hat? Puh, also das ist eine wirklich gute Frage. Ich weiß es nicht. Es ist ein Mysterium. Na gut, dann wie bekomme ich meine Armschienen zurück? Ah, ein weiteres Mysterium. Ja, deshalb komme ich zu dir, dem Orakel. Ah ja, nun, was das angeht... Ich bin nur der Priester. Das Orakel wurde zu Stein verwandelt. Aber dieser Rauch hier ist ziemlich speziell. Glaubst du, der Sand heißt Sand, weil er zwischen der See und dem Land liegt? Der Typ ist cool, der würde heute mal Astro TV arbeiten. Hast du einen kleinen Kerl mit goldenem Haar gesehen? Nein? Dann gehe ich jetzt. Was ist so lustig? Du hast gesagt, du gehst, aber du bist immer noch da. Mein Bruder wurde in Stein verwandelt und ich kann ihn nicht retten. Der eine, dem ich helfen wollte, hat mich beklaut. Und alles, was du kannst, ist lachen. Boah, das ist alles wahr. Bist du das Orakel? Alter. Da wäre ich aber auch sauer abgedampft. Oh, könntest du mir auf dem Weg etwas mitbringen? Ich verhungere!
Auch der wieder. Vater, den du kennst, ist nicht von deinem Blut. Zum Sieg führt ein gekrönter Berg in lockiger Flut. Den Untier dürstet es nach den göttlichen Makeln. Heldenmut reißt sie dem Biest aus den Tentakeln. Der geflügelte Bote hilft auf in die Schlacht, auf das bald jeder aus der Verwandlung erwacht. Perle der Sturmsee, Schmiedefeuer entflammt, weißes Kind überzeugt, Feder leichter verstummt. Ältestes Kind der Thetis, dem Vater zum Hohne, kühn in die Höhe, ein Zuhause zum Lohne. Wow, das nenne ich mal eine Prophezeiung. Was denn? Ist es nicht seltsam, dass es auch Weissagung heißt und ich gar nicht weiß, was ich sagte? Alter, völlig durch. Wirklich ein Fall für Astro TV. Nimm deine Armschienen zurück. Wo du hingehst, wirst du sie brauchen. Komm mit mir. Nein. Gut, es tut mir leid, dass ich dich beklaut habe. Manchmal kann ich nicht anders. Das ist ein Problem. Also, wieder gut? Nicht mal ansatzweise. Ich brauchte eine Gabe für das Orakel. Ich dachte, du wärst ein Niemand und mochte deine Nase nicht. Aber das liegt jetzt hinter uns. Wir müssen los. Du mochtest meine... Als das Orakel fragte, bring noch mal was mit. Wir ich hab Hunger. Habe ich gedacht, heute würde er fragen, bring mal Zigaretten mit oder so. Ich habe genau Kaputter das Richtige, typ. Um dich zur Hauptinsel zu bringen. Wo sind diese Flügel? Die hier? Wer ist hier der Dieb, hm? Guck nicht so süffisant. Sie würden ohnehin noch nicht fliegen. Du musst das fehlende Teil finden. Was meinst du mit fliegen? Konzentrier dich. Danach brauchen wir auch noch einen Krug von Aiolos. Ist er da drin? Ich beginne mit den Vorbereitungen. Wir treffen uns am Observatorium, wenn du den Krug hast. Ich verstehe nicht. Du schwebst in großer Gefahr. Lass mich dir helfen. Ja, schön. Aber du hattest gesagt, dass... Und weg ist er. Ja, was soll ich sagen zu dem Typen? Ich muss... Er war ängstlich, er konnte sich nicht zur Wehr setzen, ich musste ihn als Mädel retten und dann hat er mich noch beklaut, also. So richtig schön ist das nicht. So, jetzt müssen wir eigentlich wieder den Stein bewegen können, ne? Ne, LB. Wieso können wir diesen Stein hier nicht bewegen? Doch. Ah, alles klar. So, jetzt muss ich ja irgendwas getan haben. Jetzt auf? Ne, ist auch noch nicht auf. Es glänzt hier was am Boden. Ich würde sagen, wir versuchen hier mal hochzukommen. Uns mal einen kleinen Überblick verschaffen. Also. Wir haben jetzt, sag ich mal, den Stein drauf. Ah, es kann sein, dass das jetzt hier frei ist. Jawohl. Jetzt mal aktiviert. Ja, jetzt können wir rein. Super. Stärkungstränke. Lalala. Zack. Und wieder Ladezeit on point. Tolles System. Stabil und schnell, so muss das sein. Der labyrinthartige Pfad vor ihr schien beängstigend, doch das Licht der Sterne wies Phönix den Weg. So. Da legen wir mal ab. Und beide aktiviert. So, der Stein liegt ja jetzt hier nicht umsonst. Der wird wahrscheinlich noch woanders gebraucht.
Nee, irgendwie nicht. Jetzt kann es sein. Achso, da brennt. Links brennen beide Seiten. Hier brennt nur eine. Jawohl, alles klar, super. Das war ja gar nicht so schwer. Ah, Phoenix ist schon ein krasses Mädel, dir. Jetzt echt drauf. Jetzt wissen wir, wo Kisten hingehen, um zu sterben. Da brennen wieder beide. Da muss noch irgendein anderer Stein sein. Aber den können wir uns doch von hier kredenzen, oder? Nee. Irgendwo müssen wir noch einen Stein herbekommen, oder? Können wir nochmal drücken? Warte mal, wir können das auch so machen. Man kann anderen finden. Zack. Ah, du sollst ja nicht draufklettern. Lass los. Okay, wir können nur die Kiste tragen. Legen wir die mal ab. Da ist noch eine Feder abgebildet. Da reicht wahrscheinlich schon ein leichterer Stein. Jawohl. Sehr gut. Mal wieder was Neues. Zack, zack. Zack, zack. Oh nee. Sollen wir ja ausweichen. Schade, dass wir noch kein Schild haben oder so. Aber ich denke mal, das kommt noch. Du hast es weitergebracht als die meisten Menschen. Keine Sorge. Bald werde ich dich begrüßen. Ja, zeig dich mal. Irgendwie ein bisschen feige, der Typ. So, einmal bitte rüberfahren. Dankeschön. Okay. Wahrscheinlich müssen wir die Kiste von da hinten dann herzaubern, herholen. Müsste ja eigentlich so gehen, wenn jetzt hier rüberspringen. Ja schon bleiben. Oh, wo fliegt der denn hin? Das ist jetzt natürlich sehr ungünstig. Naja, das war auf jeden Fall Versuch wert. Ach, hier haben wir noch eine Truhe, oder? Was ist das? Heilen. Gesundheit bereits voll, sehr gut. Sowas liest man gerne. Drücken wir aufs Knöpfchen. Hallo McDonald's, Ihre Bestellung bitte. Ich hätte gern 6er Chicken McNuggets. Kommt sofort. Da hinten ist ja auch noch einer. Ach, ich bin da nur in den einen gesehen. So, komm her hier. Du einer. Ich packe ich jetzt hier hin. Jawohl. Fahren wir rüber und dann. Da drüben ist ja der andere. Manchmal ist es doch besser, man ist noch ein bisschen umsichtiger.
Ja, wenn die so ein Gewicht hebt, das merkt man, das sieht man auf jeden Fall an ihrem Gang. Bing! Sehr schön. Ich möchte gern einmal rüber. Ich dachte eben, der Höhenunterschied wäre ein bisschen größer. Was hat das eigentlich mit diesen Feuern immer auf sich zu tun? Die habe ich jetzt schon öfter mal gesehen. Ja, vielleicht kommt das noch. Das ist ja auch wieder eins. Wenn die denn einsammeln? Zack. Zack. Nö. Das ist schön. Jetzt haben wir wieder zwei. Da haben wir jetzt eine Kugel. Auch eine Kugel. Jetzt schon mal hier reinlenken. Müssen wir das andere Licht anmachen. Jetzt müssen wir natürlich schauen. Ah, da muss ich die Kugel versenken. Komm ran hier. Dann würde ich sagen, von hier... Ja, wie beim Minigolf. Sehr gut. Das haben wir super gemacht. Also, wohnen möchte ich hier nicht. Das wäre mir zu kalt, zu kühl. Aber man kann schon sagen, aussichtstechnisch sieht das schon sehr schick aus. Ah, eben lieber nochmal einmal einen Doppelsprung. So, da bin ich ja mal gespannt, wer jetzt die Tür aufmacht. Als Phönix durch die Unterwelt streifte, kreisten ihre Gedanken um ihre Eltern. Waren sie sicher in Argos? Waren sie auch versteinert worden? Phönix verspürte das starke Langweilig. Bedürfnis. Plötzlich ein Riesenmonster. Ui. Es war gigantopisch, doch Phönix lacht. Komm zu Mama, Kleine! Nein! Du willst also tanzen, ja? Bist du süß? Das süße kleine Monster war ganz verspielt. Genau, was Phönix brauchte, um sich von ihren Sorgen abzulenken. Es war ein Geschenk des Olymp, das sie für immer in ihr verletzliches, doch immer größer werdendes Herz schließen würde. Na gut, wie du willst. Aber wenn ich kotzen muss, bist du schuld. So, ich pariere Angriffe, gegnerische Angriffe in die Rot zu stellen. Es griff an. Oha. Hier ein paar Steine. Kann ja nicht schaden. Ein bisschen ausweichen hier. Boah, okay. Stark ist er aber nicht. Guck mal. Ein paar Schwerthiebe müssten es eigentlich. Müsste weg sein. Jawohl. Ich habe auch erst gedacht, das Monster ist so klein geworden, weil sie keine Angst gezeigt hat. Okay, ist dann wieder groß geworden, aber war ja trotzdem lächerlich. So, Gesundheit ist wieder bereits voll. Beschaffe Aiolos Krug. Oder Aiolos. Ja, hier kann man sich mal schnell verschätzen beim Springen. Zack, zack.
Na, hier ist er doch schon. Moment. Als der Dieb Aiolos Krug sagte, dachte ich an einen Krug mit dem Gott der Winde darauf, nicht mit dem Gott der Winde darin. Wie soll denn Wind in ein so kleines Gefäß passen? Das ist unmöglich. Ah, das war der Teil der Flügel. Das heißt, sie kann jetzt fliegen. Das war der Teil, der gefehlt hat. Oder? Ja. Oder noch nicht? Ja, warten wir mal ab. Erworben, Blitze des Zeus. So, jeder braucht mal eine Pause, wandelt zwischen sättigen Bäumen oder warte. Blablabla. So. Das Tor ist zu, da ist auch wieder zu. Haben wir 10 Meter, ne? Wurde eben angezeigt. Hier verschwommene Sicht. Wir bleiben dann doch erstmal bei unserem Hauptziel. Da müssten wir eigentlich in dieser Richtung hier richtig sein. Oh, aufpassen, dass wir hier keinen zerstören. Wenn die hinterher wiederbelebt werden können. Des Observatoriums konnte Phoenix die Armillarsphäre sehen. Armillaris Faribas? Sie zeigt den Orbit der Planeten und... Ach, weißt du was? Vergiss es. Oh. Ach, hier ist schon wieder so ein springender Phönix. Das ist wirklich ein Phönix. Ich bin nur Phönix. Ja, komm doch her hier, wenn nicht raus. Ja. Das kann ich auch. Lächerlich. Na, komm her. Na, wie schmeckt dir das? Jawohl. Lecker, lecker, oder? Hol dir einen Teil der Schwingen, indem du die Sternbild-Herausforderung Observatorium beendest. Als Phoenix ihre Reise fortsetzte, fragte sie sich, ob die Sterne eines Tages auch ihre Geschichte erzählen würden. Hermes meint immer, die Sterne erzählen Geschichten. Aber ich verstehe es nicht. Fast als könnte ich nicht lesen. Warum überrascht mich das nicht? Dann muss ich das hier wohl lösen, um an das fehlende Flügelstück zu kommen. Du kannst die Sterne nicht lösen. Die Sterne lösen dich. Zumindest hat mir das eine Seherin namens Clea mal erzählt. 5 Stück brauchen wir davon, ne? Nicht, was danach. Und das ist jetzt ja das Spiegelbild davon. Hell. Sie klaute dein Geld. Das hat sie, ja. Aber dafür verwandelte ich sie in eine Beere. Alles in allem ein guter Abend. Wir müssen die Kugeln erstmal finden. Ja, da ist eine Kugel, aber da kommen wir nicht rein. Das heißt, wir müssen irgendwo was öffnen. Tja, was ist jetzt aufgegangen, was ist zugegangen? Gehen wir nochmal einen zurück. Ah, wir müssen die Säulen wieder anschießen. Zumindest die eine hier. Jawohl, super. Sammeln wir die mal ein. Habe schon lange keine Murmel mehr gespielt. Sehr gut. So, jetzt müssen wir mal gucken. Die, das ist die dritte und die andere, die müsste jetzt hier liegen, genau. Jetzt leuchtet schon mal eine. So, die nächste müsste dann hier sein. Genau.
Schauen wir mal, ob das so klappt, wie ich mir das denke. Hier ist schon auf. Wenn man nicht. Ja, sein, dass eine Kugel, die hier noch rumliegt. Ach, hier ist übrigens der Kristall oben auf dem Dach, den wir vom Weiten gesehen haben. Aber bevor ich uns den hole, würde ich sagen, wir lösen erstmal das Rätsel hier. Indem wir den Hebel betätigen. In der Hoffnung, dass dann die Tür aufgeht. Okay, das ist ja übel. Das heißt, ich komme da nicht rein. Gibt es einen alternativen Weg? Ach, hier drüber. Okay, super. Ja, dann ist das doch ganz einfach. So, hier wird es einmal umgeschlagen. Hier rüber und dann hier rein. Wir können sogar tragend springen. Das ist auch nicht schlecht. So, was hatte ich gesagt? Ich hoffe, dass es so richtig ist. Die dritte ist unten. Die ist da. Dann kommt die hier hin. So, und dann müssten zwei hier noch rein. Aber ich bin nicht alles täuscht. Aber okay. Wo wir die jetzt finden. Scheint hier auch irgendwo in so einem Art Tempelgebäude sein. Aua. Jetzt habe ich die Vase kaputt gemacht. Ich hoffe, es ist keine Ming-Vase. Die Wand ist brüchig. Ob es einen Weg gibt, sie zu durchbrechen? Klar. Stein. Jawoll. Na, das wird nochmal eine ganz große hier. Eine Möglichkeit zu ziehen. Sonst immer nur geschoben, ja. Ah, so geht's. Okay. Da müsste ja noch eine Kugel fehlen, wenn ich das richtig sehe, oder? Oh, das ist auch geil. Wir können sogar mit der Kugel schneller laufen. So, guckt euch das jetzt mal an. Und jetzt müssten auf der linken Seite die beiden so da rein. Und darüber muss dann noch eine rein. Es sei denn, das ist dann, man würde es von der Seite spiegelverkehrt sehen. Okay, jetzt ist nur eine Kugel, die fehlt. Die befindet sich irgendwie da drin, ne? Ist da auch wieder eine brüchige Wand? Kann das sein? Vielleicht können wir die auch einschießen oben. Nee. Ich glaube, da müssen wir mal gucken, ob wir irgendwo noch einen Stein finden. Ein Stein, ein Stein. Lasst mich rein, ich bin ein Stein. Oh, hier sind Pilze. Dürfen wir nicht vergessen. Zwei Stück sogar. Wir gehen mal von der Seite ran. Sein können, dass man von oben irgendwie durchfallen kann oder so. Ah, die ist auch wieder defekt hier. Ja, brauchen wir auch einen Stein. Wo kriegen wir jetzt wieder ein Fels her? Da liegt, glaube ich, keiner rum. Bestimmt auch wieder von unten holen. Das heißt, wir müssen wieder laufen, wie vorher schon. Oder können wir auch eine Vase werfen? Nee, das sieht nicht so aus. Okay,
Okay, dann holen wir uns mal einen Felsbrocken. Oh, hier ist doch einer. Ich würde sagen, den wenden wir auch ganz oben erstmal an. Können wir damit überhaupt springen? Nee, das geht nicht. Aber wir können ihn ja noch da werfen. Oh, jetzt ist er zerbrochen. Aber vielleicht... Ach, jetzt habe ich zwei. Okay, das macht ja Sinn. Würde ich sagen, dass wir erstmal ganz oben die Wand einwerfen und gucken, vielleicht reicht das ja auch schon. Alter, das sieht ja echt aus. Da ist ja Arnold gar nichts gegen. Das ist stärker als so ein T-800. So. Das heißt, kann ich hier rumgehen? Nee, kann ich nicht. Sprich. Na. Okay, so geht's natürlich auch. Müssen wir ein bisschen tricksen. Jawohl. Ich komme jetzt von oben an die Kugel ran. Das wäre wahrscheinlich zu schön gewesen. Die Frage, was hat sich hier geöffnet? Ist irgendein Licht angegangen oder ausgegangen? Was passiert, wenn ich hier drauf trete? Irgendwas muss auf jeden Fall passieren. Hier ist rot, hier komme ich ja auch nicht rein. Ist denn das vielleicht wieder irgend so ein Fackelding? Ne, das haut nicht hin. Okay, aber unten war ja auch noch, wir haben jetzt sogar zwei Felsbrocken bekommen und das aus gutem Grund. Weil wir natürlich auch unten eine Tür hatten, wo ich der Meinung bin, da könnte man über der Tür was einwerfen. Jetzt aber erstmal einen Felsbrocken. So. Sehr gut. Genau, ach da war's. Sieht jedenfalls so aus. Würde auch passen von dem, dass wir da hinkommen. Nee, es haut nicht hin. Ärgerlich, ärgerlich. Aber warte mal. Wir sehen ja... sehen die Kugel da. Können sie aber nicht beeinflussen, ne? Nee. Kann man mal hier lang klettern. Wahrscheinlich angenehmer, als mal die Treppe zu laufen. Hält fit. Jawohl. Dann vermute ich mal, dass wir hier noch was übersehen haben. Wir laufen hier nochmal lang. Ist auch ein goldenes Tor. Macht aber auch nicht die Anstalten, dass es irgendwie geöffnet werden kann. Und hier ist das... die Wand, die wir eingerissen haben.
Und ich bin ja der Meinung, wir können von oben nach unten gehen. Das ist jetzt so meine Theorie. Das hier rot ist, ist also irgendwo noch ein Schloss, was noch geöffnet werden muss. Fackel anschießen scheint irgendwie nicht zu funktionieren. Da kommt doch was, oder? Es hört sich an, als wenn ein Fahrstuhl oder so kommt. Das Klackern im Hintergrund. Was sag ich, wenn ich jetzt weggehe? Hört das auf? Ist die Frage, wenn ich... Vielleicht brauche ich auch den zweiten Stein. Ich brauche den zweiten Stein auch, um da oben das Gewicht drauf zu legen. Können wir ja mal gucken, ob wir noch irgendwas finden, was wir transportieren können. Ja, hier ist ja noch ein Stein. Dann komm mal mit nach oben. Ich leg dich mal auf die Ablage. Brauche ich mich da nicht draufstellen. Vielleicht hilft das ja auch schon. Bin ich ein bisschen komisch hin, aber... Wer weiß, wer weiß. So. Das ist echt heftig, was sie hier für Turnübungen macht. Ja, ist ja auch eine Herausforderung, soll ja auch nicht zu einfach sein. Gucken, ob der Stein es auch aktiviert, das Ganze. Nee. Da muss ich schon persönlich draufstehen. Ja, wenn ich wenigstens wüsste, was sich hier tut. Das ist so ein bisschen mein Problem. Wenn ich hier draufstehe, dann hört sich das an wie so ein Fahrstuhl oder so. So, ich gehe mal runter und gucke nach vorne. Passiert nichts. Guck ich mal die Richtung hier. Stell mich drauf, passiert auch nichts. Da ist auch nichts. Da kann es sein, dass ich jetzt schnell sein muss. Dass hier dann irgendwas aufgeht oder so. Warte mal, mit der A kannst du dich abstoßen. Führe da einen Doppelsprung aus, um weiterklettern zu können. Stimmt, wir können ja mal ganz nach oben klettern. Auf die Idee bin ich ja noch gar nicht gekommen. Sind wir ja auf dem Dach noch was? Aber ich glaube nicht. Könnt ihr sagen, sie hat den Absprung dann wieder nicht geschafft. Okay. Ist nochmal Pilz. So. Ach, hier ist ja auch noch was. Aber das geht ja auch nicht auf, ne? Nee.
auch nicht aufgegangen. Okay, okay, okay. Dann muss es da unten eine andere Lösung geben. Wenn es oben nicht weitergeht. Jetzt irgendwas gucken. Wenn wir jetzt den Schalter umlegen, ob das Tor denn wieder aufgeht. Genau, das geht dann auf. Und dann kommen wir ja der Kugel schon ein bisschen näher. Ich habe auch gesehen, ich war auch der Meinung, dass da irgendwo eine Fassung war. Ach, hier ist eine Fassung. Was ist denn das hier? Hier ist ja auch noch was. Hier geht das Tor auf. Wir nehmen jetzt mal eine Kugel. Und stecken die Kugel da mal in die Halterung rein. Um mal zu gucken, was passiert. Komm her, du Kugel. Vielleicht geht das dann hier so auf. Das wäre natürlich optimal. Ja, muss ja einen Sinn haben, warum das so ist, wie es ist mit der Fassung. Jetzt müssen wir erstmal eine Kugel reinstecken, um an die andere zu bekommen. Jawohl, gelöst. Wir sind doch die Geilsten, ich sag's doch immer wieder. Der mit den Glasmurmeln spielt. So, gucken, dass wir die auch in die richtige Position packen. Dritte von unten. Ja, und jetzt holen wir uns die andere. Es darf auch mal ein bisschen schneller gelaufen werden, ihr Fräulein. Ja, tob dich aus. Kannst du abends besser schlafen. Super. Das war doch mal nice. Das heißt, wir setzen die jetzt ein und dann müsste irgendwas passieren. Das Observatorium geht auf oder whatever. Higgs. Teilchen. So, und was haben wir denn? Sollte eigentlich da drüber sein. So, ist was passiert. Ja, was passiert ist auf jeden Fall. Wir haben zwei Kugeln, die leuchten. Wir müssen wahrscheinlich alle drei zum Leuchten bringen. Die hier unten leuchten. Ich will das testen. Wenn ich die jetzt rausnehme, sieht gar nichts. Wenn ich die einen weiterpacke, geht die an. Okay. Müssen wir mal testen. Die erlischt? Okay, dann kann die da drin bleiben. Jawohl. So, dann war das nur... Nein, nicht spiegelverkehrt, ist auch falsch. Müssen nur ab und zu mal hier irgendwo reinpacken, wo denn was passiert. Was ist hiermit? So, eine läuft jetzt noch quer. Ach so, genau, ja, logisch. Jetzt weiß ich auch welche. Die ist richtig. Die ist richtig. Die ist richtig. So, warte mal. Die zwei sind richtig. Die ist richtig. Die ist falsch. Komm her. Die muss nämlich hier hin. Sehr gut, wie tief sie da reinkriegt. Charons Münze, sehr schön.
Und wir bekommen das Teil von unseren Flügeln. Willkommen auf der Goldinsel. In Erinnerung an meinen größten Erfolg und meine größte Niederlage. Mögen die Götter mein Opfer annehmen. Möge ich dich wiedersehen. Ikarus. Das sind die Schwingen des Daedalus. Er muss auch alles hier erbaut haben. Die wow. Tempel und so. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie es ist, so seinen Sohn zu verlieren. Ich habe das Flügelstück und Aiolos' Krug aus dem Tartaros. Nun muss ich diesen Fremden beim Observatorium finden. Was? Ich habe Ikarus nicht getötet, sondern Daedalus' Fehlkonstruktion. Und wo ist Daedalus jetzt? Gucken wir uns das hier nochmal an. Das ist die Karte. Okay. Fähigkeiten. Genau, hier können wir sogar leveln, oder? Gucken. Wir haben hier Pluszeichen. So, X halten, du läufst mit erhöhter Geschwindigkeit vorwärts. Verbrauchst mit der Zeit eine kleine Menge Ausdauer. In der Luft, okay. Also wir können die Fähigkeit nicht leveln, wenn ich das richtig sehe. Warum da ein Pluszeichen dran ist, das weiß ich natürlich nicht. So, das ist der Bogenschuss. LBRB, genau. Göttliche Kräfte. LT-Bus RB halten. Okay, das hatten wir auch, glaube ich, noch gar nicht angewandt. LB und Y. Okay. Super. Wie gesagt, das Plus, das scheint noch nicht zu gehen. Ich sehe auch keine Option, dass man hier irgendwie leveln kann. Das geht wahrscheinlich automatisch. So. Zerbrochene Schwingen. Anpassen. Sind quasi die Infos, die wir haben. Super. Hier haben wir noch eine Tasche. Und die Flügel da drin. Karte ist jetzt auch... Ja, genau. Da gibt es auch nichts Neues. Haben wir auch alles aufgelöst. Schweigen. Ich bin sie. Warum geht eigentlich... Doch, schnell speichern geht jetzt. Freunde, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle erstmal Schluss. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Lasst mal ein Abo da, wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt. Verlassen, Gott, Sprache kaputt. Deswegen höre ich jetzt auch auf. Man merkt ja, wenn die Konzentration nachlässt. Und dann lasst mal ein paar Kommentare da. Würde ich mich freuen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal, ne? Genau. Jetzt habe ich es. Euch noch einen schönen Sonntagabend. Bis dahin.